Der Kammerton A. Was ist ein Kammerton? Der Kammerton ist der gemeinsame Ton, die Tonhöhe bzw. der Bezugston, auf den die Instrumente einer Musikgruppe eingestimmt werden und von dem aus alle anderen Töne, zum Beispiel der eines Instruments, gestimmt werden. Kammer bezieht sich auf die fürstlichen Privatgemächer, in denen früher musiziert wurde. Für die einheitliche Stimmung benutzten die Musiker eine Stimmgabel und manche Chorleiter eine Stimmpfeife in einer bestimmten Kammertonhöhe. Die Stimmgabel ist eine U-förmige Metallgabel, die durch Anschlagen den Ton A1, heutzutage mit 440 Hertz, erzeugt. Um den Ton zu hören, muss man sich die Stimmgabel auf den Ohrknöchel halten oder auf den Tisch stellen, da die durch die Schwingen der Stimmgabel produzierten Schallwellen sonst nicht zu hören sind. Man nutzt die Stimmgabel beispielsweise zum Stimmen von Musikinstrumenten oder zur Tonangabe beim Singen und in der Chorarbeit. Menschen mit absolutem Gehör brauchen keine solchen Hörhilfen, denn sie können den Kammerton A1 innerlich hören. Vom Ton A1 lässt sich dann jeder andere Ton finden, indem man das entsprechende Intervall rauf und runter singt. Die Stimmgabel wurde 1711 von John Shore erfunden. Er war königlicher Trompeter und Lautenist an der Chapel Royal unter König George I. und musizierte in London unter den Komponisten Henry Purcell und Georg Friedrich Händel. John Shores für über 300 Jahre selbst konstruierte Stimmgabel mit einer Tonhöhe von 423,5 Hertz nannte er Pitchfork, Tonhöhengabel, also nicht Tuningfork, Stimmgabel. Und selbstverständlich besaß Georg Friedrich Händel so eine Stimmgabel, wobei es sich hier wohl um die älteste Stimmgabel überhaupt handelt. Sie ist aus Stahl mit einer Tonhöhe von 422,5 Hertz. Was besagt die Bezeichnung Hertz? Hertz ist die Einheit für die Frequenz. Sie wurde 1930 nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt. Abgekürzt wird sie mit dem Zeichen Hz. Mit dem Begriff Frequenz bezeichnet man die Anzahl von Schwingungen pro Sekunde. Das Wort stammt vom lateinischen Frequentia und bedeutet übersetzt Häufigkeit. Wenn man auf einem Klavier etwa den Kammerton A1 anschlägt, dann vibriert die Klavierseite 440 Mal pro Sekunde. Man sagt auch, dass der Kammerton A1 eine Frequenz von 440 Hertz hat. Schon die Hebräer, die alten Ägypter und die Sumerer stimmten ihre Instrumente nach dem Kammerton A1, 432 Hertz. Und auch Pythagoras verwendete diesen Referenzton, der zudem auch noch als die pythagoreische Sechste bezeichnet wird. In den letzten 400 Jahren schwankten die Vorlieben für den Kammerton A1 zwischen 380 und 500 Hertz. So soll der Barockkomponist Johann Sebastian Bach den Kammerton A1 von 480 Hertz bevorzugt haben. Der Klassikkomponist Wolfgang Amadeus Mozart und der Komponist der Romantik Giuseppe Verdi jedoch komponierten ihre Werke mit dem Kammerton A1 von 432 Hertz, also einer Stimmung, die laut wissenschaftlichen Forschungsstudien als besonders harmonisch, konzentrationsfördernd und entspannend auf die Zuhörer wirken soll. Warum ist das so? Nach Winfried Otto Schumanns Resonanzgleichung pulsiert unsere Erde mit 8 Hertz in der Sekunde, also 8 Mal in der Sekunde. Nachdem jedoch der Höhenhörambitus des Menschen im Frequenzbereich zwischen 16 Hertz bis ca. 19.000 Hertz liegt, können wir die 8 Hertz Erdschwingungen nicht hören. Mit dem Gesetz der Oktavierung aber, also dass man mit verdoppelter Frequenz einen Ton in der nächsthöheren Oktave erklingen lässt, errechnete Schumann, dass der Kammerton A1 aus 54 mal 8 Hertz sind 432 Hertz erdgestimmt, also natürlich schwingt und erklingt. Und diese natürliche 432 Hertz Tonfrequenz wird vom Menschen als Wohltat und Entspannung empfunden. 1939 jedoch wurde auf der internationalen Stimmtonkonferenz in London der Standard Kammerton A1 auf 440 Hertz bei 20 Grad Celsius festgelegt und 1953 in Genf für 166 Mitgliedsländer zur ISO-Norm, zur International Organization for Standardization Norm, trotz einer Gegenpetition von 40.000 Musikern bestimmt. Heutzutage verwenden die meisten europäischen Orchester den Kammerton A1 mit 442 Hertz, so in der Schweiz, oder den Kammerton A1 mit 443 Hertz, so in den deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern. Deshalb erklingt am Eingang zu den Konzertsälen der jeweilige geforderte Kammerton für die Orchestermusiker zum Stimmen ihrer Instrumente.
wobei Menschen mit absolutem Gehör sowieso befähigt sind, sich auf die jeweils gewünschte Kammertonhöhe einzustellen. Prüft nun selbst, ob ihr einen Frequenzunterschied zwischen Mozarts Kammerton A1 von 432 Hertz und dem heutigen in deutschen Sinfonieorchestern wahrzunehmenden Kammerton A1 von 443 Hertz hören könnt. Hier seht ihr die Funktionsweise unserer eigenen Stimmgabel A1-App mit 440 Hertz.